Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Sky Block 3. Ja, wir möchten heute Mechanismen öffnen. Noch mit Mechanismen vielleicht ein bisschen was machen, wenn es uns erlaubt. Wenn nicht, werden wir mit den Gems noch ein bisschen rumeiern. Aber noch ein bisschen erstmal hier was in Pneumatikkraft zeigen. Und zwar mit dem Rezept hier. Also ihr braucht Lubrikant, Zucker und Lapis. Da kriegt man so Speed Upgrades. Und diese Speed-Upgrades, wir machen gleich mal so 4 Stück immer. Die schmeißen wir jetzt dann hier in diese Kompressoren mit rein. Damit da genügend Druckluft erzeugt werden kann. So, dann haben wir ja noch diesen Vortex. Haben mittlerweile auch begriffen, wie der funktioniert. Das heißt, man hat hier eine kalte und eine warme Seite. Ja, die stellt man dann sozusagen drunter. Jetzt versteht er auch, warum dass ich da drüben ein Speed-Upgrade brauche. So. Das stellt man jetzt dann daher. Und je mehr Druck das dann da drauf ist, umso mehr wird die Temperatur. Das heißt, wenn ich jetzt da richtig Druck rein hau, dann wird es auch immer wärmer und dann gehe ich auch über diese Temperatur, ohne dass ich die ganze Zeit Lava brauche. Das ist der ganze Trick. So, dann habe ich hier nochmal mein Rezept mit den Transistoren und der Chest. Habe jetzt da meine 16 Stück. Ihr seht, man hat schon 240 drin. Ich detekte mal, er sagt mir, ist komplett. Und wir claimen. Ist doch was Schönes. Ich lese Mechanismen gerne. Ich weiß noch nicht, ob Mechanismen komplett offen ist. Werden wir es gleich sehen, und zwar Advanced Mechanism. Da haben wir jetzt die ersten Sachen offen. Wo sind denn die Pipes? Ich hoffe, dass ich die Pipes jetzt auch schon habe. Add Mechanism. Das ist nämlich für mich das Wichtigste mit. Die Pipes. Habe ich, glaube ich, auch noch nie erwähnt. Ja, ich habe auf jeden Fall schon mal die Pipes da. Und das ist hervorragend. So. Habe ich da was noch da? Nein, ich muss mal schnell ein bisschen Boden holen gehen. Gucken wir mal, ob wir da was da haben. 64 Stück, das hört sich schon mal gut an. Das Wichtigste für mich ist eigentlich... Ich brauche als erstes ein Werkzeug, und zwar ich brauche den Konfigurator. Das heißt, ich brauche Enriched Alloy, ich brauche ein Energy Tablet. Das heißt, wir werden mit den Maschinen anfangen müssen. So, das heißt, wir brauchen Metallic Infusion, Metallic Infuser. Wo bist du? Metallic Infuser. Chemical Washer. Ist gerade lustig, dass ich hier nichts habe. So. Metallic Infuser. Nimm ich den so lang. Dafür brauche ich. Ich brauche ein Osmium. Ha! Wie komme ich an Osmium? Und das wird eine gute Frage sein. Smart Output. Moment. Smart Output. Das ist Cyril Stone. Muss mal schnell schauen, ob ich noch Cyril Stone habe. So, wir machen mal schnell Smart Output. Den habe ich definitiv nicht. Ah. Spirit Paper. Spirit Bricks. Will ich mich jetzt gerade rollen oder kann ich den auch nehmen?
Der will mich rollen. Doch, den kann ich auch verwenden. Okay, dann nochmal gucken. Den habe ich hier nicht da. Dann schauen wir mal vorne zur Schmelze, ob ich da vielleicht was habe. Also auch da vielleicht, wo es hinkommt. Kann ich sehen. Zwei habe ich auf jeden Fall noch. Die sind da. Aber das bringt mich nicht weiter. So, wenn ich jetzt dich habe. Und ich schmeiß dich in die Schmelze. So, das heißt jetzt, ich schmelz dich ein. Gut. Da hinten hat was geleuchtet. 12 Stück habe ich. Auch 4. Die kriege ich, weil ich habe hinten noch einen übrig. Weg. So, dann wirst du geschüsselt. Jetzt habe ich meine 4 Stück. Und ich brauche Eis. Gut, dass ich hier in der Nähe bin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Eis habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen Kühlschrank, glaube ich, eins bekomme. Jawohl, auch 4. Perfekt. So. Smart. Output. Jetzt muss ich das mal testen. Kenne den noch gar nicht. Ist das jetzt sozusagen ein Ersatz für den? Funktionierst du? Nee. Okay. Muss ich dich dann so hinsetzen? Fragen über Fragen und keine Antworten. Wie immer. So, ich habe aber eine Quest abgeschlossen. Das war. Wo bist du? Du Blacksmith? Hier. For automating the smelter, you are going to need a smart output. Be careful, so it's really fast. Ah, okay. Hell? Das Ding ist verwandt gerade. Also den darf ich da. Moment, muss da mal ein bisschen rumexperimentieren. Wenn ich jetzt nicht einfach dahin schließe. Er sagt mir, Blöcke ging gerade nicht. Wenn ich jetzt nur dich dahin mache, hat er mir immer noch dasselbe. Kann ich jetzt dich? Aha.
Okay, das heißt Redstone-Signal dann bestimmt, Max Output 1. Ich kann ich dann dazu sozusagen machen Ingot. Aber wenn ich dich jetzt hierhin mache, dann sagst du wieder, die ist nicht komplett richtig. Richtig. Okay. Ich schmeiß dich jetzt erstmal alles hier rein. Ich weiß, ist meine nächste Arbeit, mir anzugucken, was das Ding kann. Wir wollen ja nicht dumm sterben, ne? Wir möchten ja eine Legende werden. So. Und dann haben wir schon mal jetzt das. Okay, also, dann hätte ich gesagt, genau, ich brauche Osmium, haben wir, da sind wir stecken geblieben. Das ist ein Mechanismus. Wie komme ich an Osmium ran? Ja, das ist mir klar. Osmium-Huhn, davon träume ich vielleicht. Molten Osmium, komme ich da irgendwie ran? Halt, bevor ich jetzt da irgend Blödsinn mache. So, wir gehen mal zurück und wir gehen noch mal in Advanced Mechanism. Wir klicken mal da drauf. Okay, aber ich brauche jetzt halt Osmium. Wie komme ich an Osmium? Komme ich an Osmium-Ohr? Ja, das kann ich noch nicht machen. An die Orchid. Da dran, den ich rankomme. Was brauche ich für die Orchid? Botania, da wollte ich hin. Das Elfen. Danke fürs Gespräch, aber ich suche. Generating Flora. Nein, funktionale Flora. Orchid. Ah, okay. Ich brauche auf jeden Fall Pixie. Ich brauche das. Ich brauche Rune of Grit. Ich brauche Rune of Pride. Natürlich, ich bräuchte mal wieder Rune. Schön, dass ich keine Diamanten dabei habe. Dann kann ich dich wieder da lassen. Danke fürs Gespräch. Dann gehen wir mal gleich bei den Bienchen vorbei. Weil die müssten eigentlich auch soweit schon wieder durch sein. Jawohl. Es ist auch darum brauche ich diese Pipes, weil dann kann ich das hier alles automatisieren. Dann interessiert mich das nicht mehr. Wobei, ich glaube, ich könnte die Pipes sogar schon bauen. Weil ich glaube, ich brauche dafür nur Stahl. Stahl habe ich schon. Okay, also, das heißt.
Ich will halt Massivstahl brauchen. Ich will jetzt alles massiv brauchen. Ich habe halt immer das. Ich guck noch mal weiter. Osmium. Haben wir noch andere Möglichkeiten? Iron Chicken, Flint. Dafür brauche ich ein Chemical. Okay. Also, dann schauen wir schnell nochmal. Wir brauchen für den. Ich muss ja den Mod freischalten, um den frei zu. Das finde ich auch ein bisschen schwachsinnig. Industry Revolution. Dafür brauche ich Plastik. Latrex from Tree. Okay. Also, dann schauen wir jetzt mal, was wir jetzt brauchen. Lass mir diesen Embers Mod freischalten. Marion Ingot und Burner Chaos. Das ist jetzt dann at Gem. Ich brauche schöne Sachen. Gott, gibt es hier viele Sachen. Burner Chaos Pylonen. Das heißt, die brauchen Chaos Core, ein Block of Redstone, Obsidian, das ist das wenigste. Ein Chaos Core. Dafür brauche ich den Rich Chaos Essenz. Dafür brauche ich die Chaos Essenz. So, und wir müssen jetzt in den Mod rein. Das ist Some True Magic. To start off with Silent Gems, you are going to need Chaos Essenz. Ja, das soweit war ich auch. Aber er hat nicht gesagt, wie. So. Das ist mit Charts, das ist Chaos Core, das ist Chaos Metal, Chaos Essence Chart. Das kann ich alles vergessen, weil das habe ich nicht. Da schmelzen, da crushen. Das ist Altar, das ist Chaos Core. Wie komme ich an? Komme ich an Chaos Ohr überhaupt ran? Nein. Das ist auch nicht das, was ich brauche. Ja, sehr gut. Alles fein erklärt, wie man da hinkommt. Aus das. Dirty Chaos. Schauen wir mal. Dirty Chaos. Da haben wir was. Ich brauche wie viel davon? Erstmal einen. Komm, machen wir mal 8. Erstmal 2. Hätte mich ja gewundert, wenn es da keine Möglichkeit geben wird. So. Danke, wir haben 8 Stück. Dann Enriched Chaos Essenz. Das macht man mit Glowstone und Redstone.
davon 4, davon 1. Habe ich. Dann haben wir den schon mal abgeschlossen. So, dann hast du jetzt als nächstes Passiv und Burner. Dann brauchen wir Passiv, dann brauchen wir diesen Chaos Core, davon brauchen wir ins Enriched 4 Stück und einen Block of Quartz. Okay. Und ist das schön? Wie viel brauche ich davon? 4? Oh Gott. Das kann ich ja sowas von vergessen. Ich habe jetzt 2. Wenn ich jetzt 2 habe, ich brauche davon. Davon brauche ich 4 und einen Quarzblock. Dann habe ich einen Chaos-Score, dann habe ich einen blauen. Und dann brauche ich nochmal einen Chaos-Score. Dann brauche ich 2. Das heißt, ich brauche schon mal 8 Chaos-Score, um nur mal überhaupt dran zu denken, an die ranzukommen. Okay. Das ist ja schon mal gut. Dann muss ich mir jetzt nochmal die andere Quest angucken. Und zwar den Mirion Ingit. Das ist Mirion. Mirion Ingit. Das heißt, ich brauche das Molten Mirium. So, und das ist Smelting. Nein, ich brauche Alloying. Und zwar, ich brauche jetzt Terra Steel. Ich brauche Mana Steel. Ich brauche Elementium. Elementium macht man mit Ach, Elementium ist vom Elfentor, glaube ich. Elfentrade, ja. Da machen wir jetzt auch mal ein. Nein, wir gehen zurück. Ich brauche einen Terra Steel. Terra Steel ist Das war, glaube ich. Terrastil war ein Tier. Das weiß ich definitiv noch. Hier. Dann war es, glaube ich, eine Enderperle. Und ich glaube, normales Tester davon. Wir gucken. Sonst muss ich im Botanier gucken. Ich hätte vielleicht auch noch ein bisschen was mitnehmen können. Weil ich glaube jetzt nicht, dass ich das da schon durchgeschmissen habe. Ich da vielleicht schon was übrig? Ich brauche auf jeden Fall. Ach ja. Also ich brauche dich. Brauche ich und ich brauche dich. Muss ich gucken, ob das so stimmt. Jawohl, hat gestimmt. Also ein Terra Steel habe ich. Habe sogar 2. Aha, die habe ich nicht. Und da brauche ich auch was. So, das heißt jetzt, ich muss jetzt gleich das Tor aufmachen.
Dann hätte ich mal gesagt, ich schmeiß mal gleich. Bin mal gespannt, wann ich Eisen nacharbeiten muss, weil ich kein Eisen mehr habe. Es wird nicht mehr lang dauern. Weil was ich momentan an Eisen weghau, das ist ja. Okay, ich habe immer noch 26 Stacks, das geht ja noch. So, okay, also ich brauche jetzt nochmal für das Merion. Ich mache jetzt mal zwei mehr. Jetzt kann ich mal gucken. Sind ja zwei Mods aufgegangen. Ob ich jetzt auch die Charcoal-Blöcke kenne. Oder ob ich immer noch unwissend bin. Vermute, ich bin immer noch unwissend. Und weiß es nur noch nicht. Nein! Charcoal-Block! Ey! Mein Wissen hat sich auch im Spiel erweitert. Das ist doch super. So, also, dann machen wir mal das Elfentor auf. So. Die zwei lassen wir. Dann habe ich das Tara-Stil, habe ich ja auch noch. Dann haben wir hier zwei. So. Was brauche ich noch? Also Terra-Stil. Mana-Stil. Elementium. Und Kobalt. Okay. Danke, wir haben 32 Stück. So, ein Tor lassen wir erstmal offen. Das heißt, ich brauche jetzt noch Kobalt. Was brauche ich noch? Nicht, dass ich jetzt dann gleich Liquid Glas und Kobalt. Okay, also das heißt, wir brauchen jetzt als nächstes erstmal ein bisschen Sand. Ich nehme jetzt einfach mal die doppelte Menge dann Sand mit. Und ich brauche noch Kobalt. Kobalt dürfte kein Problem sein. Davon habe ich jetzt auch zwei dabei. Was mittlerweile ein Problem ist, ist mein Inventar. Das schaut ja schon wieder aus wie. Oh mein Gott. So, und dann brauche ich noch ein bisschen Sand, nehme ich mal vier Stück mit. So, und dann darf der natürlich da hinten nichts rausschmeißen. Aber der schaut auch so aus, als wäre er aus. Jawohl. Aber der da, den werde ich jetzt gleich brauchen. Du kommst dahin. So, dann schmeiße ich jetzt mal rein. Ich brauche als erstes mal den Sand drin. Dann kommt Kobalt, Mana-Stil, Terra-Stil und Elementium. Dass man auch gleich weiß, was ich alles noch fabrizieren muss. Ich brauche ja einen Stack davon. Von dem Meridian Ingot. Mal von jedem zwei. Dann sehen wir mal gleich mal, was wir rauskriegen. Ich hoffe ja, dass der jetzt so ungefähr hinschreibt, ja, du hast jetzt vier oder so. Mana-Stile schon drin. Sehr schön. Terra-Stil. Elementium. Liquid Glass. Ja, und der lahme Arsch ist mal wieder Kobalt. Jawohl.
Und wir haben Morten, Mirian, Ingots 8 Stück. Davon brauchen wir 64. Also das heißt jetzt... Auch 6 Stück. Also eigentlich 12 Stück. Also davon jetzt mal 12 Stück. Dann brauche ich 12 Dias. Habe ich die? Nö. Machen wir die da. So, dann haben wir die da. 12 Stück. Und dann brauchen wir noch 24 Sand, die habe ich vergessen. Okay, dann schmeiße ich die nämlich gleich rein, dann kann der nämlich schon mal da anfangen durchzuarbeiten. Zwei Sachen habe ich ja schon dabei, die müssten reichen. Also das ist einmal das da. Und einmal das da. Ich glaube, ich brauche nicht so viel Sand, wie ich jetzt gerade rein habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stück weg. Das rein. Gut. Kommt erstmal da rein. So, dann machen wir jetzt als nächstes Mana. Weil ich vermute, dass mir das schneller ausgeht, als ich mir lieb ist. Und jetzt gefällt es mir ganz anders gut, dass ich das Zeug auch mal in der Hand halten kann. Ohne dass ich es gleich wegschmeiß. Der Elfenspreader wäre ja eigentlich jetzt noch intelligenter zu machen. So, ich muss jetzt hier mal durch. Ich muss den aber abbauen. Weil der säuft mir jetzt sozusagen die Mana-Becken leer. Und ich brauche gar nicht überlegen, ob ich das jetzt mache oder nicht mache, weil wenn ich jetzt da was drauf lege, die Becken sind leer. Kann ich vergessen. Braucht davon auf jeden Fall schon mal 24. Ja, das teuerste von dem Zeug ist eigentlich die 12 Terra Steel. Ja, vor allem, weil der die Becken mehr richtig raussaugt. Okay, also das ist jetzt dann auch, was ich noch mache. Das heißt, ich bin jetzt dann fleißig dabei. Das heißt, ich muss jetzt dann gleich Redstone herstellen wie ein Weltmeister. Ich muss Glowstone herstellen.
Ich muss das Zeug hier waschen, dass ich da auch genügend kriege. Wir schauen uns nochmal den Burner an. Voll der Burner. Block of Quartz. Enriched Chaos Essence. Ich schaue jetzt mal, ob ich Glowstone noch vorne habe. Wenn nein, was ich dafür brauche, um die jetzt herzustellen. Weil den einen, den ich gerne herstellen. So, die 12 Stück kann ich nämlich auch schon reinschmeißen. So. Habe ich Glowstone. Glowstone habe ich da. Das ist schon mal sehr gut. Dann nehme ich mal das gesamte Redstone mit, was ich hier habe. Wird spannend. Schauen wir mal, ob es reicht. Also, davon brauche ich noch 2. Brauche ich jetzt von hier noch mal 8. Gut, dann habe ich das da. Davon habe ich dann 2. So. Dann habe ich jetzt davon 4. Dann brauche ich jetzt davon die 4. Dann brauche ich jetzt Quarz. Das ist der da. Komm, ich mache gleich 9. Falls es nicht falls es zu viel ist, ist egal. Besser zu viel als zu wenig. So, ein Block of Quartz. So, und dann habe ich einen Chaos-Core. Dann brauche ich 4 mal Lapis. Obsidian müsste ich, glaube ich, haben. Bitte sag mir, dass du 4 bist. Bist 4, danke. So, was brauche ich noch für Obsidian? Lootbags, die grünen. Wir gehen rein, wir gehen nach unten. 1, 2. Hast mal leck. 9.687 Stück davon haben wir. Nicht schlecht. Von denen haben wir 18.000. Also alleine, wenn ich die aufräumen lassen würde, kommt das System da hinten nicht mehr hinterher. Das zu machen. Pipes wären nicht schlecht, aber die Pipes bringen mir halt nichts ohne das andere Zeug, ne? 1, 2, 3, 4, 5. So. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann kommt das da alles mal weg. Das kommt auch weg, das kommt weg, das kommt weg. Man muss halt das Zeug auch gleich wieder aufräumen. Alles bringt mir nichts, wenn ich das nicht rauskriege, was ich brauche. Kriege ich nicht rein. Okay. Das wird jetzt erstmal meine Chaoskiste hier. Das wird einer meiner nächsten Chaoskisten hier.
So, tanksten. Bienen kommen ja auch jetzt erstmal hier rein. Gehen wir mal rüber. Schauen wir mal, was wir drüben noch alles wegkriegen. So, ich brauche nochmal Grüne. 1, 2, 3, 4. So, die und das Feuerzeug kriege ich auf jeden Fall da rein. Ah, okay, das kriege ich nicht rein, aber die Feuerzeuge kriege ich weg. Das ist was anderes, als ich gedacht habe. Kriege ich auch weg. Das kriege ich auch weg. Zap, 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 zap. Danke. Zap, ich kann Obsidian. Aber ich habe doch noch einmal. Komm. Dann schütten wir jetzt einfach mal da drunter. Der entwickelt sich schon zum Obsidian. Habe ich das auch weg. So, dafür brauche ich jetzt. Geht doch. Muss zwar trotzdem eine noch. Ich muss zwar trotzdem noch welche kriegen. So. Ich brauche einen Chaos Core. Ein Positiv habe ich schon. Das habe ich auch. Das ist alles kein Problem. Das da ist ein kleines. Muss ich mal gleich gucken, hab ich davon ein? Ja, hab ich. Okay. Dann brauche ich jetzt davon. Das heißt, ich brauche jetzt 16 Redstone. Brauche 4 Glowstone. Und ich brauche 16 von dir. War ja klar. Die haben wir auf jeden Fall jetzt auch. Ja, Gott sei Dank nur einer. Ich brauche davon ja dann am Schluss 4. Also das ist das da, das ist das da, das ist das da. Ich habe nochmal den da. Ich hoffe, dass ich noch einen Ofen habe. Nicht, dass mir jetzt die Öfen da hinten ausgegangen sind. Nein, ich habe noch einen. So. Dann kannst du nämlich auch weg. Oh. Die Blöcke habe ich vergessen. Ja. So, das heißt, wir werden jetzt dann mal das Chaos da hinten ein bisschen beseitigen noch auch. So, und ich habe einen Burner Chaos Pylon. Das heißt, ich müsste eigentlich auch eine Quest abgeschlossen haben. Some True Magic. Genau. Den hier. Den Chaos Altar und den Storing Chaos. Ich brauche bestimmtes Zeug dazu. Morgen. So, aber das ist mir jetzt erstmal dann egal, weil. Ja, wir machen hier mal Detect. Der erste ist weg. Das heißt, ich muss jetzt schön brav Mana aufbauen.
dass ich mir meine 12 Terastil machen kann. So, wir flüchten mal schnell hierher. Schauen mal, wie weit das wir sind mit normaler Produktion. Ja, das hat natürlich schon wieder durch. Klar. Brauche jetzt sehr viel. Ich glaube, Terra-Steel ist, glaube ich, immer ein halbes Back. Kann ja mal gleich einen Test machen. So, aber davon habe ich noch die noch Sparks da. Komm, wenn ich jetzt dich dann da drauf mit hau und dich drauf mit hau, kriege ich auf jeden Fall ein. Sehen wir mal gleich, wie viel das von den Becken dann weg ist. Okay. Machen wir noch einen. Das wird Nummer 3. Und ich vermute, danach sind die Becken so weit leer, dass ich mir die nächsten erstmal schminken kann. Gut. Das heißt, wir müssen Mana aufbauen. Das werde ich machen. Ich werde schauen, dass ich genügend Terrastile herstelle, dass wir dann, beziehungsweise schmeiße die dann da unten auch rein. Werde mir mal angucken, wie dieser Smart funktioniert. So, die 3. Uah, nein. Du kommst raus. Du kommst rein. Danke. So. 8 Ingots habe ich. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich Elementium. Habe ich zu viel Elementium rein? Mal sehen. So, wir lassen jetzt mal schnell den da noch umswitchen. Molten Marion, jetzt habe ich 8. Vielleicht kann ich auch wieder mal nicht rechnen, dass ich vielleicht auch weniger brauche. Das wäre ja nicht schlecht. Elementium, Mana Steel, Terra Steel. Was übersehe ich gerade? Kobalt. Das Zeug, das was ich glaube ich habe. Jawohl. Das was auch am längsten braucht zum Schmelzen. Das habe ich vergessen. Ich mal wieder. Das Lustige kann ja sein, dass ich dann viel einfacher an Osmium rankomme, als ich mir gerade nur irgendwie vorstelle. Natürlich, coolste wäre, wenn ich das Huhn hätte. Darum auch jetzt gerade ein bisschen da drauf drücken. Osmium, Osmium, Osmium. So witzig.
Ich komme über die Blume eventuell dran. Da müsste ich ein bisschen Rune noch vorbereiten. Der Kondenser hat Osmium. Drake, du bist schon eine Pfeife. So. Das muss dann da rein. An das denke ich gar nicht mehr. So, wir haben jetzt schon zwei Blöcke und zwei Ingots. Ich glaube, ich habe jetzt nur 8 von denen reingeschmissen statt 12. Komm, die Basic Tinker, den da, wenn wir noch schnell hinkriegen, oder? So, die 8 Stück haben wir. Das ist so einfach gerade. So, Add Mechanism. Warum das da einige Sachen nicht da sind, weiß ich nicht. Da meine. Da ist er. Nee. Das ist der Reactor Chamber. Da will ich hin. Da will ich hin. Infuser. Chemical Infuser. Ich bin blind. Ich sehe das Ding schon wieder nicht. Vor allem, das muss doch auffallen. Das Ding ist doch, hat doch eine komplett andere Farbe. Da, nehme ich dich so lang. Brauch nur einen. Okay. Jetzt dann habe ich ja auch keins mehr. Licht an den Öfen. So, ich hoffe, dass das funktioniert. So. Mein größtes Problem wird jetzt sein, dass ich dafür Strom brauche. Hätte ich gesagt, mache ich oben. Hab ich Kabels mitgenommen? Nein, warum? War nicht wichtig. Auch so Öfen. So. Brauch Eisen. Okay. Muss ich gleich dann noch mal was gucken? Osmium Ingot. Ich habe Kobalt reingeschmissen. Ich Posten, ich. Muss ich natürlich gucken. Ich kann sein, dass ich Osmium noch gar nicht gemacht habe. Das ist natürlich auch möglich.
Nein, ich habe Lies reingehauen. Okay, da. Denn Osmium, das Osmium schaffe ich noch. Osmium. Da ist er. Dafür brauche ich Glowstone und Clay. Wow, so teuer. Gut, oder? Clay und Glowstone. Zack. Danke fürs Gespräch. So, kommst du da hin? Als nein, kommst nicht hin. Da kommt jetzt das Dump rein. Brauch Osmium. Gib mir Osmium. Die zwei. Danke. Was nett. Ja, wenn man halt was Blaues braucht, ne, und was Blaues mitnimmt, dann sieht man halt nicht, wenn man nicht liest, ne, dass das eigentlich das falsche Blaue ist. So, wir haben den Metallic Infuser. Es ist schon wieder Nacht. Kann ich hier schon wieder regnen? Weiß man's hin. So. Ein Output, jawohl. Ist auch was, da ist auch was drin, noch besser. Der Metallic Infuser braucht für den Chip, ich brauche Redstone. Ha! Hab eins dabei. Ich liebe dieses Geräusch. Am Anfang liebe ich es, weil ich weiß, ich hab's. So, das heißt, ich habe jetzt nochmal ein Basic davon. Das heißt, die Quest ist abgeschlossen. So, Automatic Cleaning. Was? Rock Cleaner. Ah. Das ist sehr schön. Das habe ich gut gelesen. Smart Combustion Controller. The Smart Combustion Controller allows you to fully automate combustion by selecting which items. Okay. So, und das Enriched. Enriched Alloy. Aha. Dafür habe ich nämlich, glaube ich, auch das Redstone mitgenommen. So. Da brauche ich Enrichment in Chamber. Toll. Stahl brauche ich jetzt auch. Ich merke schon wieder, ich kann schon wieder nicht aufhören. Aber ist halt so. Kann man nichts dagegen machen. Doch, könnte man schon aufhören. Und verwirrt rumrennen hilft auch nicht. So, davon habe ich schon mal vier. Dann habe ich schon mal Charcoal dabei.
Die wandle ich gleich in Kohle um. Ich werde noch Glas brauchen, oder? Komm, wir nehmen 9 Stück mit. Und das Glas habe ich natürlich vergessen. Halt. Back. Kommando zurück. Da muss das da rein. Der da muss an. Nochmal Kohle. Mal wieder Kohle. Da kann ich den ausschalten. So, jetzt brauche ich meine 4 Glas. Die werden wohl hoffentlich. Ich schau mal, ob das auch mit Clear Glass geht. Jawohl, haben wir ein Steel Casing. Redstone. Nehme ich mir noch 5 Stück mit. 1, 2, 3, 4, 5. Dann hoffe ich, dass ich jetzt alles dabei habe. Okay. So, dann heißt jetzt, dass du da rauskommst. Dann musst du rein. Dann musst du rein. Nein, du musst da rein. So, dann brauche ich jetzt für dich. Den da. Dann haben wir einen Enriched Chamber. Den klemme ich dann mal gleich hier an, weil dann kommst du nämlich gleich mal da rein. Und dass wir da auch das erste durchkriegen. Purification Chamber, klar. Electric Separator. Chemical Washer, Osmium Compressor, Creating Heat. So, dann habe ich davon 8. Kommst du da rein? Kommst du dahin? So, dann kann ich. Dann mache ich jetzt nämlich das da. So, dann schauen wir schnell nochmal. Was brauche ich für. Ich habe gesagt, ich brauche den. Ne, der wäre ein bisschen übertrieben. Elektronik. War das der Electronic Separator? Das ist total schlimm, wenn man vergessen hat, was man will. Aha. Ja, ich will Strom generieren. Das weiß ich noch. Separator. Und der kann genau Hydrogen und Oxygen erzeugt der Strom. Oder auf jeden Fall genau das da. Glaube ich zumindest. Und Hydrogen. Dann habe ich hier Chlorin.
Da gucke ich nach. Also das finde ich wieder raus. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Melonen dafür brauche, um die Biomasse herzustellen. Das Biofuel, genau. Dann brauche ich PRC, dann habe ich hier Ethylen. Dann habe ich Liquid Ethylen. Und dann habe ich vergessen, was ich brauche. Verdammt. In PRC weiß ich, dass es einer von denen ist. Liquid Ethylen. Ne, den brauche ich nicht. Doch, in PRC brauche ich, um das da herzustellen. Ich finde es raus. Ich finde einiges raus. Ich mache auch einiges fertig. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit in die Kommentare. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.